Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier ein Belarus MTZ 1221.3 euch heute hier vorstellen. Finde ich ja so jetzt im Shop sieht das schon mal gut aus. Er kostet hier 50.000 Euro in Anschaffung und ja 2.550 Leasing. Wir haben hier eine Geschwindigkeit von 43 km/h, einen 140 Liter Tank und ja, hier eine Leistung von 136 PS, entsprechend hier 100 kW. Wir haben hier die Möglichkeit, hier das Design hier zu ändern. Da haben wir hier vorne ein Frontgewicht oder ohne. Dann haben wir hier Reifen jetzt Standard drauf. Dann hier haben wir eine Welle noch drauf, hier für Zwillingsbereifung. Dann haben wir die Zwillingsbereifung hinten. Dann allgemeine Zwillingsbereifung. Dann jetzt hier, oh, wenn man jetzt so hergeht, haben wir sogar vorne hier. Wir sehen hier andere Felgen dann drauf. Das ist schon mal eine ganz coole Sache. Und dann jetzt hier die Pflegebereifung. Dann jetzt die Zwillingspflegebereifung hinten und natürlich vorne genauso. Auch gut gemacht das Ganze. Ja, das war's, was wir hier natürlich hier an diesem Mod hier natürlich hier machen können. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier die Funktion, hier die Fenster und die Türen zu öffnen. Aber hier muss ich auch recht zu sagen, hier ist ohne Simple IC. Textur hier ist hier, ja, ich glaube, das sollte, ist hier gestrahlt worden, wenn man das hier so anschaut. Und dann hier, ohne hier nachzuarbeiten, dann, dann hier mit dem Pinsel gestrichen worden oder mit der Farbrolle. Ja, sieht nichts neu aus, aufgemacht, sondern hier auf alt. Wir nehmen einfach hier mal den hier. Mit X können wir jetzt hier, wie wir sehen, jetzt hier die Seitenscheiben und die Heckscheibe aufdrücken. Dann mit der linken Maus, ja, das müssen irritieren, haben wir die rechte Seite zum Öffnen. Und mit der rechten Maus, die linke ist gegenverkehrt hier irgendwie ja, gemacht worden. So, machen wir das Ganze nochmal zu. Muss mal schauen, dass ich das sehe. So, dann mit X wieder schließen. Nochmal so aus natürlich. Starten wir mal. Der Motor klingt ganz gut. Wurde wahrscheinlich auch überholt. Jetzt beim Fahren. Ja. Bisschen anders da. Ja, wenn wir hier sehen, hier das Modell, das fällt dann mal schön leicht in der Kurve, vielleicht auch um. Ja, wie wir hier sehen, Adamwelle hat da auch. Das können wir mal probieren, mal schauen, ob hier, ja, also ist hier Adamwelle animiert. Mal schauen, ob wir hier aufstehen können. Ja, wir schaffen es, ohne hier das zurücksetzen oder sonst irgendwas. Hier, wie wir sehen, hier die Hände hier passen auch im Lenkrad dran. Wir sind so steiflich. Quietschehupe. Dann haben wir hier vorne schicke Achse verbaut, was hier schon arbeitet. Machen wir gleich jetzt hier uns eine Tatscher fest. Bin ich zu weit weg. Falscher Gang. Ja, da haben wir jetzt mal, wie wir sehen, ein Problem. Man hat den Attacher zu weit also verschoben. Da sieht man das Ganze. Ja, schade, dass er das so gemacht hat, dass es nach vorne hergeht. Jetzt hinten. Hinten, wie wir sehen, hier passt, aber wie wir feststellen, dynamische Schläuche hier leider hier nicht verbaut. Vielleicht kommt das ja noch, man weiß es ja nie. Das neulich habe ich doch Video gemacht, ein paar von den immer denselben Trecker, wenn ihr euch erinnert, von dem Fendt Farmer.
soll angeblich jetzt demnächst wieder was kommen mit also Sound und Synchronie. Bin immer gespannt, aber kurz so hintereinander immer wieder ein Update rausbringen ist auch ein bisschen blöde, weil denkt man, ja, schon gesehen das Video, für was wollte ich ja nochmal ein Video anschauen von den gleichen Mod. So, wie wir hier sehen, auch noch keine dynamische Leuchte gebaut, oder? Hat auch jetzt die hier schon. Bei unser Eisleck ist schon. So. Stellen wir jetzt einfach mal hier die Kutsche mal rüber. Nehmen wir dann die andere. Klappt man das Ganze nochmal auf. So, tappen jetzt in den anderen rein. So, sind wir jetzt wieder da. Jetzt gehen wir hier in unsere Nachtschicht, machen hier unser Lichttest. Lassen wir uns mal überraschen, was der hier uns bietet. Kontrolllampen, wie wir sehen, hier gehen an. Also Blink, Warnblinkkontrolle habe jetzt laufen. Also unsere Kontrolllampe dafür nicht. Aber unsere blinke Animationspfeile, die funktionieren. Jetzt einmal hier das normale Licht geschalten. Dann hier unsere Arbeitsleuchten vorne mit Nummer 5. Hinten jetzt hier Nummer 6. Geht jetzt hier die eine Kontrolllampe noch mit an. Das zweite Mal F, dritte Mal, vierte Mal. Jetzt gehen wir mal in die Außenansicht natürlich ran. Unsere Rundumleuchte. Aber mal vielleicht mal. Die Reflexion natürlich ist immer interessant. Ja, geht hier nicht allzu weit, wie wir sehen. Ist ein bisschen sehr schwach auf der Brust, aber blendet dafür nicht den Gegenverkehr. Also einmal F schalten. Jetzt sehen wir unser Blinker. Ja, wir haben hier einen Schein natürlich. Zweite Mal F, dritte Mal, vierte Mal. 1, 2, 3, 4. Sieht so her jetzt aus. Ja, unsere Hupe jedenfalls funktioniert. Jetzt gehen wir natürlich wieder hier in unserem Tagesprogramm wieder über. So, jetzt schauen wir uns unsere Lok an. Ja, wie wir sehen hier, der Mod hier ist lokfehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, haut's wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.